Hallo und willkommen zurück bei dem großen Vergleich FIFA 17 gegen PES 2017. Heute spielen wir den normalen Anstoßmodus von FIFA 17. Den Journey-Modus habt ihr ja schon in einem anderen Video kennengelernt. Und heute geht es halt ja auf den Platz mit den Mannschaften von Anfang an. Und da lernen wir dann auch mal kennen, was passiert denn während so einer Partie nun wirklich? Ich habe schon einige Partien gespielt. Ich würde sagen, wir spielen mit Bayern gegen Real Madrid. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich so meine Schwierigkeiten mit dem Spiel. Aber mit der Zeit wurde es dann halt immer besser. Und ja, ich bin wirklich nicht warm geworden am Anfang. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ist das Spiel jetzt wirklich gut? Ist das eher ein Rückschritt, ein Fortschritt? Man muss wirklich, wenn man FIFA 16 viel gespielt hat, muss man mit FIFA 17 erstmal ein bisschen Zeit verbringen, um so eine Meinung davon überhaupt zu bekommen, ob das nun wirklich gut ist oder nicht. Denn es spielt sich meiner Meinung nach deutlich anders. Also es ist immer noch sehr schnell, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar schneller als FIFA 16, ist aber Geschmackssache. Die Abläufe sind deutlich schneller. Es gibt nicht nicht mehr so extrem dieses Feststecken in den Animationen, wie es bei FIFA 16 der Fall ist. Das werdet ihr gleich alles sehen. Vorher gehen wir jetzt aber mal ins Teammanagement und dann kann ich euch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was ich damit meine. Also, wie ihr seht, es hat sich nicht wirklich viel geändert im Spiel an sich hier. Also, es sieht immer noch alles ziemlich so aus wie auch schon die Jahre zuvor. Also, das mit den Aufstellungen, Anweisungen und so weiter, das ist alles sehr, sehr gleich geblieben. Also da hat sich wirklich nicht viel verändert. Das ist alles nur wieder das Festlegen und so weiter. Also auch hier bei den Anweisungen gibt es auch nicht wirklich viel Neues. Also das ist alles wirklich, wirklich gleich. Nun gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Partie rein. Ich werde nichts abbrechen. Ihr sollt einmal sehen, wie das halt komplett aussieht. Was so neben dem Platz passiert und so weiter, weil das muss man sagen, da hat FIFA wirklich eine richtig gute oder einen richtig guten Vorteil gegenüber zum Beispiel PES. Ja, normalerweise wird jetzt auch ein bisschen Musik eingespielt, aber das ist leider aus hier jetzt, dort erstmal die ganze Musik abschaltet. Ich muss da vielleicht mal was regeln. Ich hoffe, dass ich das hinkriege in der Vollversion. Muss ich einfach mal testen. So. Wie ihr seht, also die Optik. Also von meiner Seite aus muss ich sagen, die Spielermodelle finde ich sehr, sehr stark. Auch wenn der ein oder andere dann doch ein bisschen so ein Wackelkandidat ist in der Optik. Nicht so ganz so toll aussieht wie hier zum Beispiel Thomas Müller. Also das mit der Haarpracht, das haben die nicht so wirklich unter Kontrolle bei dem. Aber ansonsten, wenn man sich jetzt die Gesichter so anguckt, also man sieht schon jede einzelne Pore, kann ich jetzt mal sagen, so Pi mal Daumen, auch im Verlauf des Spiels, wenn die Spieler anfangen zu schwitzen und alles, das fällt dann doch wirklich ins Gewicht in der Nahaufnahme. Also es sind wirklich richtig gute Spielermodelle und im Gegensatz zu FIFA 16 auf jeden Fall ein Fortschritt. Ich persönlich finde es sogar auch noch einen Tick besser als bei PES. Aber der Unterschied ist da in diesem Vergleich nicht mehr ganz so groß, wie früher der PES gut nachgelegt hat. Ja, was mir bei FIFA... Oh, da ist sogar auch so der richtige Trainer jetzt schon drin, ist ja geil. Mal gucken, ob der auch modelliert ist. Das bin ich mir gar nicht so sicher bei Real Madrid jetzt. Ist mir bisher nämlich nicht so aufgefallen. Vielleicht ist das bei der Bundesliga auch hier und da. Mal schauen. Also, worauf ich hinaus wollte.
Was mir aufgefallen ist bei FIFA, man merkt definitiv, dass die Jungs von EA hier nachgebessert haben. Vor allem, was diese Zufallsaktionen und so weiter angeht. Also es passiert viel mit dem Ball, der einfach mal wegspringt oder halt so ein Ping-Pong-Tor, sage ich jetzt mal. Kann auch mal vorkommen. Hallo, wo willst du hin? Und das finde ich sehr geil. Euch entstehen die kuriosesten 10 teilweise. Was ich sehr, sehr geil finde. Ich weiß jetzt so gar nicht, ob wir alle Features, alle neuen Features auch hier in dem Video unterbekommen. Natürlich wahrscheinlich nicht. Naja. Und das macht das Spiel, also das mit diesen Zufallszeugs, das macht das Spiel auf jeden Fall sehr viel dynamischer. Und manche Tore fallen da aus den unmöglichsten Situationen heraus. Auch die Bewegungen und so weiter. Also man muss deutlich besser mit dem Ball umgehen, zum Ball stehen und alles Mögliche, was da halt so möglich ist im Fußball. Einfach immer eben kurz durchwaschen ist nicht. Meiner Meinung nach auf den hohen Schwierigkeitsgraden muss man da wirklich schon Fußball spielen, um, naja, was soll ich sagen, um halt Tore zu erzielen. Denn vor allem gegen die starken Mannschaften ist es extrem schwer, die Abwehr zu durchbrechen, finde ich zumindest. Zumindest bis hierhin. Eine Sache macht mir bisher enorm Sorgen, zumindest ist es gefühlt für mich so, dass vielleicht Mannschaften mit einer hohen Pace, also wirklich schnelle Spieler, einen mega Vorteil haben. Also das kann natürlich auch ein Eindruck sein, der täuscht bis hierhin. Aber zumindest habe ich das so im Gefühl, dass wirklich die Pace wieder ein sehr starker Wert werden könnte. Vor allem in den Online-Matches. Zudem muss ich aber auch sagen, gerade mit den schwächeren Teams, wo man dann wirklich auf Fußballspielen angewiesen ist, wenn man gegen starke Mannschaften antritt, funktioniert es bei mir irgendwie besser. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Zumindest habe ich damit schon zum Beispiel Seattle genommen und habe damit die Bayern geschlagen, während ich mit Paris Saint-Germain gegen Seattle oder was auch immer einfach mega Probleme hatte. Hallo, nimm die Kugel. Ey! Okay, war das kein Foul? Na dann. Zudem muss man auch sagen, die Demo hat auch noch den ein oder anderen Bug. Einer, der ist bis hier noch extrem störend. Meiner Meinung nach, ich bin mal gespannt, ob das bis zum Release hoffentlich behoben ist. Es ist nämlich so, so geil die Physik auch vom Ball ist, hin und wieder wird das irgendwie komplett falsch berechnet vom Spiel. Dann fühlt sich der Ball eher an wie ein Flummi, oder es gibt auch das Phänomen, dass man zum Beispiel den Keeper mit einem relativ leichten Schuss halt abschießt oder trifft. Und der Ball dann ungefähr mit der vierfachen Geschwindigkeit zurückkommt. Und das ist dann irgendwie, naja. Ich hoffe mal, dass das auf jeden Fall noch behoben wird. Und jetzt haben wir erstmal die Chance. Und aus die Führung. 1:0 Thomas Müller. Das haben wir, glaube ich, gut rausgespielt. Da stand die Realabwehr aber auch nicht wirklich gut. Thomas Müller, der Torschütze. Also optisch sieht der mit am schwächsten aus bei den Bayern, finde ich. Das ist aber auch so ein Ding, worauf ich sehr gespannt bin. Bei PES haben wir es ja halbwegs mitbekommen, was diese Kooperation mit Barcelona zum Beispiel zur Folge hat. Das haben wir ja gesehen, dass da auf jeden Fall die Atmosphäre super rübergebracht wird in dem Stadion und natürlich auch mit der Musik und was weiß ich nicht alles. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier bei FIFA aussieht, was hier die Kooperation bringt, ob ich da dieselbe Kritik anbringen muss wie auch bei PES schon, weil ich bin ganz ehrlich, Einlaufmusik ist ja wunderbar, ist wunderschön und klasse.
Aber wenn das nur die Kooperationsmannschaften haben, also sprich 4 oder 5 da und 4 und 5 da, dann kann man es auch sein lassen, bin ich ganz ehrlich, weil das finde ich dann mega öde und halt unfair, naja, den anderen Fans halt gegenüber und naja, finde ich halt nicht so geil. Weil entweder macht man es komplett oder halt gar nicht. Ich meine, wenn man die kleinen Mannschaften nicht hat, ist ja okay, da kann man irgendwas anderes reinpacken, irgendeine kleinere Einlaufmusik oder was weiß ich, oder eine Standard-Einlaufmusik. Aber wenn man sowas macht, dann bitte komplett oder halt gar nicht. Eins von beiden, weil ich habe keinen Bock, alle Jubeljahre mal ein Spiel gegen eine Mannschaft zu haben, die in Kooperation mit EA oder mit Konami hat und dann habe ich da eine Einlaufmusik, hurra. Und bei den anderen Mannschaften bleibt das Stadion still. Das finde ich dann irgendwo ein wenig, naja, bescheuert. Also ist zumindest meine Meinung. Natürlich kann das jeder anders sehen. Der eine kann dann sagen, hey, immerhin gibt es das bei manchen Vereinen und bei den anderen halt nicht. Ich finde es halt nicht so geil. Aber nun gut, das ist halt, wie gesagt, Geschmackssache, glaube ich. Der eine oder andere findet es besser. Ich finde es nicht besser. Ich hätte es, wenn, gerne bei allen, so dass man wirklich merkt, ey, jetzt geht's hier gegen Borussia Dortmund oder hey, jetzt geht's gegen die Bayern oder wenn es dann eine kleinere Mannschaft ist, ey, die kenne ich noch gar nicht, jetzt geht's gegen Hamburger Sportverein oder Leicester City oder halt nun mal, also da gibt's wirklich viele, viele Dinge und jetzt haben wir das super herausgespielt und Robben hat den Ball auf dem falschen Fuß. Ja, das sind so die Punkte, wo ich dann sehr gespannt drauf bin. Eins muss ich sagen, eins ist wirklich im Nachhinein für mich eine wirkliche Verschlimmbesserung und das ist auf jeden Fall das Elfmeterschießen. Sorry Leute von EA, aber nee. Ich meine, es ist zwar nicht so ätzend und so glückabhängig wie bei PES, meiner Meinung nach zumindest, aber trotzdem finde ich es total bescheuert. Sorry Leute, aber EA, was ihr immer da weiter gedacht habt, ich will das Alte zurückhaben, weil das war deutlich angenehmer, damit klarzukommen. Vielleicht sehen wir noch ein Elfmeterschießen oder ein Elfmeter zumindest. Dann kann ich es euch mal zeigen. Ich kann es euch ja versuchen zu erklären. Es ist halt so, dass beim Elfmeter... Okay, jetzt Moment, aber erstmal die nächste Chance durch Robert Lewandowski. Der macht auch nicht das Tor. Mein Gott. Es ist halt so... Der Ball liegt auf dem Punkt. Man kann seine seine Position, die man halt hat, kann man ändern. So wie bei allen Standards dieses Mal. Also man kann von links anlaufen, von rechts anlaufen, einfach gerade anlaufen. Man kann es halt auswählen. Den Anlauf startet man dann, indem man den Stick nach vorne drückt. Und man hat dann so ein Zielpfeil. Das war mal eine mutige Klärung. Halleluja. Ja, links seht ihr die Trainer. Und da gibt es halt so, ja, wie soll ich sagen, wie gesagt, so ein Zielpfeil, zumindest am Anfang. Ich weiß, nachher verschwindet der irgendwann mal, wenn man genug Elfmeter geschossen hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war der irgendwann weg bei mir. Zumindest hat man einen Zielpfeil und in die Richtung schießt man halt dann, indem man halt den Stick dann in diese Richtung bewegt. Aber das ist halt so empfindlich, dass das extrem schwer ist, meiner Meinung nach, da den richtigen, die richtige Richtung zu treffen. Das braucht viel Übung, meiner Meinung nach, um da perfekt die Elfmeter zu schießen. Und die Schusskraft baut man natürlich ganz normal auf, wenn es zu und je nach Schusskraft, desto hoch schießt man halt auch. Das ist auch so ein Punkt, da denke ich mir dann halt, what the fuck, warum? Und jetzt Robert Lewandowski, abgefälscht, schade. Also mit den Elfmetern, da haben sie sich echt keinen Gefallen getan, meiner Meinung nach, die finde ich wirklich nicht so gut. So, hier bei den Ecken kann ich es euch auch mal zeigen. Gerade habt ihr es ja schon gesehen einmal. Es gibt einmal diesen Zielkreis oder man wählt einfach den Empfänger. Hier, man kann da den Empfänger dann wählen. Und dann kann man sich hier frei bewegen. Ich habe die Richtung ungefähr angegeben auf den Elfmeterpunkt. Ich habe jetzt hier Boateng. Und beim zweiten Mal kommt, sage ich dann, hey, für aus. Nur leider habe ich mit Boateng jetzt nicht aufgepasst. Und dann kann ich mit Boateng reinlaufen. Also sprich, man hat da taktische Möglichkeiten.
Man kann den Ball auch einfach nur so reinschlagen auf gut Glück auf diese Stelle. Aber das ist echt schwierig, meiner Meinung nach. Also das mit, man hat bei den Ecken auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten. Nur dauern die... Hoppala, das wollte ich jetzt gar nicht. Man hat durch die mehreren taktischen Möglichkeiten deutlich... Ja, verbringt man da mehr Zeit mit. Und Müller durch die Beine. Was eine Rettungstat. So, ich tue mal eben ganz kurz wechseln. Die Stadien, muss ich sagen, sehen richtig gut aus. Also die Stadien von der Beleuchtung her und so weiter, mega geil. Also es macht richtig Spaß, da drin zu spielen. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Kimmich einwechseln. Und Coman wollte ich da auf Ribéry's Position, auf Robbens Position und Costa auf Ribéry's. Oh, haben wir schon dreimal gewechselt? Wer hat man denn noch gewechselt? Hm? Ach, Vidal, genau. Wir hatten Vidal reingebracht. Naja, gut. So, da haben wir den guten Arjen Robben. Wenn ihr jetzt so ein bisschen auf die Gesichter achtet, vielleicht seht ihr es selbst bei den Schiedsrichtern und so weiter, seht ihr da irgendwo Schweißperlen und halt je nachdem, wie viel die schon gespielt haben. Finde ich echt schön gemacht und es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Toller Einwurf. War wohl ein Foul und da wird es auch gepfiffen und es gibt dann wohl eine gelbe Karte. Da seht ihr jetzt am besten, das mit dem Schweiß bei, also bei den dunkelhäutigen Spielern sieht man es am besten. Jemand, der NBA 2K gespielt hat, wird das da genauso sehen. Ich finde die Optik da wirklich sehr gut gelungen, was das angeht. Also da, das ist wirklich ein mega Fortschritt im Gegensatz zu FIFA 16. Für einen Gelegenheitsspieler kommt das vielleicht nicht ganz so stark rüber, aber für einen, der viel gespielt hat, der merkt dann den Unterschied doch extrem. Also es sieht auf alles irgendwo viel realistischer aus. Auch die Farbgebung. Der ein oder... Oh, da wollte ich auch gar nicht, wollte das Abseits zeigen. Mann, scheiß Gewohnheit mit dem Abbrechen. Also ich finde das wirklich alles sehr gelungen soweit. Welches am Ende das bessere Spiel ist, tja, das werden wir dann auf jeden Fall im nächsten Video beleuchten. So viel dazu. Insgesamt muss man wohl sagen, auf jeden Fall. Ah, schade. Auf jeden Fall ist es ein deutlich besseres Spiel im Gegensatz zu FIFA 16. Ist zumindest meine Meinung. Nachdem ich anfangs wirklich gezweifelt habe, ob es jetzt wirklich besser ist. Oh, schade. Aber wenn man wirklich einige Zeit mehr gespielt hat, dann fällt einem deutlich auf, dass es irgendwo doch ein besseres Spiel ist im Gegensatz zu FIFA 16. Es macht deutlich mehr Spaß, sich die Tore herauszuarbeiten, deutlich mehr Spaß auf dem Platz die Action rüberzubringen und so. Also es ist wirklich schöner als bei FIFA 16, wo da auch viele, viele Standardtore gefallen sind. Klar, habe ich auch schon festgestellt, dass es eine bestimmte Art an Toren gibt, womit man erfolgreich wird. Also das gibt es auf alle Fälle, aber halt nicht so extrem wie in den alten FIFA-Teilen. Oh, schade, da kommt er nicht durch. Aber das war es dann wohl, das Spiel werden wir gewonnen haben. Nun gut, also ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick in dieses neue FIFA erhalten, auf alle Fälle. Einmal das mit dem Journey-Modus, ihr habt da ja in der letzten Folge gesehen. Und hier und heute das normale Spiel. Ich bin mal gespannt, wie es im neuen FIFA sein wird. Also da wird die Atmosphäre wahrscheinlich sich noch ein bisschen anders anfühlen. Hier ist es halt so in den Freundschaftsspielen, dass das vor allem auf den Kulissen so ein 50-50-Ding ist, sprich eine Kurve gehört dem Gegner, eine Kurve gehört dem uns und dementsprechend ist die Lautstärke natürlich der Fans auch
relativ gleich bleibend, also sprich, wenn ein Auswärtstor fällt, klingt es genauso laut wie bei einem Heimtor. Das wird wohl dann in der Vollversion anders aussehen mit den Heim- und Auswärtsspielen. Ansonsten muss man aber sagen, die Soundkulisse an sich mega geil. Also es ist immer wieder ein Ohrenschmaus. Also für mich finde ich es halt mega geil. Also die Akustik ist einfach der Hammer. Hier kommt richtig Stadionatmosphäre auf. Wenn ich das zu PES vergleiche, ist das ein mega, mega Unterschied. Aber dazu halt dann im Vergleichsvideo endgültig oder im Fazitvideo dann dementsprechend mehr. Hier ist es halt so, dass es sich wirklich sehr gut anfühlt und hört. Und es wirklich Spaß macht, mit verschiedenen Mannschaften zu spielen und die ganzen Chants sich anzuhören und die Reaktionen auf manche Szenen mitzubekommen und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr, sehr genial. Das Spielerische auf dem Platz, wie gesagt, für jemanden, der in FIFA 16 eingegroovt ist, der so seine Abläufe hat, lasst euch gesagt sein, in FIFA 17 werdet ihr das so nicht mehr haben. Wie gesagt, meine Sorgen habe ich euch mitgeteilt, dass mit der Pace, dass das wieder vielleicht ein bisschen zu heftig ins Spiel eingreift. Aber durch diese ganzen Zufallsaspekte vor den Toren, leider haben wir jetzt in diesem Spiel nicht viel gehabt, wo das zu tragen gekommen ist, aber da passiert vor den Toren doch mal reichlich. Ich hatte es zum Beispiel, hatte ich es schon so, dass auch der Keeper eine Aktion gerissen hat, die wäre in jedem FIFA-Teil vorher drin gewesen. Aber hier war es halt so, das war eine Flanke und der Schuss vom Gegner, den Ball, da habe ich gedacht, der habe ich schon abgeschenkt, hab gesagt, der ist jetzt drinne. Weil dann hat er dann Volley genommen und der Keeper springt da irgendwie mit dem Fuß hin und hält die Scheißkugel aus nächster Nähe. Und das war dann doch eine ziemlich, ziemlich geile Aktion. Und das sind halt so Szenen, wo ich mir sage, hey, daran merkt man, dass FIFA sich irgendwo weiterentwickelt hat, weil das sind dann so Aktionen, wo die KI dann mal irgendwo einen raushaut. Das ist jetzt nicht geschummelt oder so, sondern das ist dann einfach eine Reaktion vom Keeper, mit der man einfach nicht gerechnet hat, und das finde ich halt dann schon mega geil. Genauso die Zufallsaktion, wie gesagt, die ich jetzt mal wieder erwähne. Vor dem Tor, wenn der Keeper irgendwie noch an den Ball kommt, dann geht der nächste hinterher, dann kommt da noch ein Fuß dazwischen von irgendeinem anderen, dann kommt wieder einer dran und der jagt den Ball dann übers Tor oder an den Pfosten oder was weiß ich. Finde ich halt mega geil. Also es passiert deutlich mehr in den Strafräumen. Es ist nicht so, dass man einmal schießt und dann wird er abgeblockt zur Ecke oder er wird gehalten vom Keeper oder... Nein, es passiert deutlich mehr in den Strafräumen. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass es manchmal echt hektisch wird, weil im Gegensatz zu PES ist FIFA deutlich schneller. Also meiner Meinung nach deutlich schneller. Es ist nicht so, dass der Ball deutlich mehr Kontrolle oder man beziehungsweise über den Ball mehr Kontrolle hat, sondern es sind wirklich Zufallsprodukte, die da entstehen. Bei PES ist es halt so, ja, das sind auch Zufallsprodukte, aber dadurch, dass der Ball, ich sag mal, nicht ganz so schnell ist und bei der ganzen Sache dann viel besser zu kontrollieren ist, weil die Spieler auch da ganz andere Bewegungen machen als bei FIFA in dieser Hinsicht. Bei FIFA ist es teilweise so, dass es ein bisschen abgehackt ist, während es bei PES dann rundere Bewegungen sind, dadurch geht aber das Tempo halt auch aus den Aktionen halt raus. Was zwar realistisch ist, aber dadurch halt nicht ganz so extrem, sag ich mal, nicht ganz so extrem kontroverse Situationen entstehen. Naja, insgesamt muss man aber sagen, wie gesagt, die Atmosphäre stimmt bei FIFA, ich finde es klasse, auch... Das mit den Trainern kam leider in diesem Match jetzt nicht ganz so gut rüber. Da hätte ich vielleicht englische Mannschaften nehmen sollen, weil da werden die Trainer deutlich öfter gezeigt, ist zumindest mein Eindruck. Weil die Reaktionen der Trainer sind schon ziemlich, ziemlich geil teilweise. Also es macht richtig Spaß dabei zuzugucken. Ist eine geile Atmosphäre. Plus nochmal, ich hoffe mal, dass das in der Vollversion anders geregelt ist, dass die Spieler halt deutlich, ja, ich sag mal, mehr... Ja, dass die Trainer mehr gezeigt werden, auch die generierten, fände ich besser, fände ich schöner. Aber das werden wir dann alles halt in der Vollversion dann dementsprechend sehen. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Eins vielleicht noch,
Wenn ihr von FIFA 16 auf FIFA 17 umsteigt, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen so geht. Mir ging es am Anfang so, ich hatte das Gefühl, dass das Spielfeld gefühlt etwas kleiner ist. Also sprich, es hat sich doch ein bisschen beengter angefühlt, dadurch wird das Spiel auch schneller, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es euch anderen geht, ob ihr diesen Eindruck mit mir teilt, es war zumindest meiner. Kann natürlich auch eine Täuschung sein, weil das Spiel sich anders spielt, weil die Abwehr deutlich besser steht, meiner Meinung nach, und so weiter. Daran kann es natürlich auch liegen. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Ihr könnt euch ja mal meine Meinung mitteilen, ob ihr für euch das genauso anfühlt. Für mich war es nun mal so. Naja, gut, das ist meine Meinung zu FIFA 17. Auf jeden Fall ein mega geiles Spiel wieder. Es macht wieder mega Spaß. Es ist auf jeden Fall ein weiterer Fortschritt meiner Meinung nach, kein Rückschritt in manchen Hinsicht. Die Optik geht voran, die Akustik ist nach wie vor top. Das Spielerische, nach einer kleinen Eingewöhnungszeit, fühlt man sich dann wie zu Hause wieder. Und es fühlt sich deutlich, deutlich actionreicher und dynamischer, aber auch echter und realer an. Also für jeden kann ich nur empfehlen, dieses FIFA ist auf jeden Fall ein mega Fortschritt zu den letzten FIFA-Teilen. Ich bin mal gespannt, wie es mit den Modi dann in der Vollversion aussieht. Da bin ich richtig gespannt drauf. Das wird bestimmt mega Spaß machen, sich da reinzufuchsen. Also, ihr könnt auf jeden Fall auf meinem Kanal Let's Play von FIFA 17 erwarten. Ich hatte erst die Befürchtung, als ich so die ersten Matches gespielt hatte, steigst du lieber doch auf PES um. Nein, werde ich nicht machen, weil insgesamt, glaube ich, ist das Gesamtpaket, was mir FIFA bietet, dann deutlich besser als bei PES. Ich will nicht sagen, dass PES ein bisschen schlechteres Spiel ist, sondern nur für mich persönlich ist FIFA einfach das bessere Spiel. Warum und weshalb, erkläre ich euch im nächsten Video dann dementsprechend bei dem Vergleichsvideo. Aber bis dahin sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch nicht zu viel gequatscht. Ich habe mich da ein bisschen jetzt verzettelt gegen Ende, aber naja. Nun gut, ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bis zum Fazitvideo. Es könnte ein paar Tage dauern, bis das erscheint, weil ich da einmal zeitlich nicht ganz so viel Zeit habe, das Ganze zu schneiden, so wie ich es gerne hätte. Also sprich, es kann so 3, 4, 5 Tage dauern, bis das endgültige abschließende Fazitvideo kommt. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Haut rein!